Ernste Gesichter bei den Personalräten der Bremer Polizei. Sie alle kommen heute in die Bürgerschaft, um eine heikle Debatte anzuhören. Es geht um angehäufte Überstunden bei der Polizei, ein Problem für die Moral der Truppe. Das schafft Frustration, das können wir nicht zulassen. Und wir erwarten von der Politik, dass es mindestens zu der Bezahlung von Überstunden kommt. Und wir erwarten auch, dass kontinuierlich Einstellungen vollzogen werden. Zu wenig Einstellungen in der Vergangenheit. Unter anderem bei Großeinsätzen hat das Überstunden zur Folge. Seit Jahren. Mehr als 300.000 sind es zurzeit. Sie haben einen Gegenwert von rund 6 Millionen Euro oder anders ausgedrückt 200 Vollzeitstellen. Diese Überstunden können nicht abgefeiert werden und ausgezahlt werden können nur wenige. Das muss sich ändern, finden FDP und CDU. Unsere Polizisten sind am Wochenende unterwegs, an Feiertagen, nachts, immer wenn es sein muss, rund um die Uhr. Und sie müssen sich zum Teil bepöbeln, bespucken lassen, beschimpfen lassen, ja manchmal sogar auslachen, wenn hier die Justiz mal wieder nicht durchgreift. Ja, ist es denn zu fassen, dass unter diesen Umständen unsere Regierung noch nicht mal dafür sorgt, dass die Leute, die sich jeden Tag das anziehen, zumindest hier geleistete Überstunden auch endlich mal ausbezahlt bekommen? Es muss Geld zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise Rücklagen gebildet werden, um den Polizisten die Möglichkeit zu geben, sich ihre Überstunden auszahlen zu lassen, und zwar nach einem verlässlichen, regelmäßigen System. Dieses System sucht er schon lange. Der Innensenator hofft auf eine Lösung im nächsten Jahr. Ich sage mal, wir haben zu viele Überstunden. Und ich hoffe auch, dass wir im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatung, da gehört das ja auch hin, der Senat in der Tat sich dieses Themas annimmt. Das reicht der Linken nicht. Sie will wissen, was mit dem Geld passiert, das Hamburg für den Einsatz Bremer Polizisten beim kommenden G20-Gipfel zahlen muss. Ich habe das hier erwähnt, Herr Lübcke hat das erwähnt, dass ich da eigentlich eine klare Aussage erwarte, dass zumindest diese Gelder, die Sie aus Hamburg überwiesen kriegen, dann tatsächlich den Beamten, die im Einsatz sind, zugutekommen. Darauf gibt es vom Innensenator heute aber keine Antwort. Frustration bei der Polizei. Dass der Senator nicht mehr in der Lage ist, ein Statement abzugeben, wie wir mit den Überstunden aus dem G20-Gipfel umgehen, das entsetzt mich etwas. Nach dieser Debatte spricht aus Sicht der Polizei wenig dafür, dass die 300.000 Überstunden demnächst bezahlt werden.